Moin Moin, mein Name ist Hannes Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War, Schlacht um Washington. Währenddessen wir hier oben die Festung verteidigen, greifen wir Washington an. Eigentlich haben wir doch eingenommen, zumindest in den nördlichen Teil. Da ist noch einiges positioniert. Wir konnten die Stadt nur einen Tag lang halten, bis die Union zum Gegenangriff mit all ihren Streitkräften entschloss. Wir können die Festungen und Gräben um Umfeld der Stadt nutzen, um zu verteidigen. Okay. Ach, das ist wieder eine Festung. Wir sollten nicht zögern, erneut das Fort zu besetzen. Dasselbe wie Spiel wieder hier auch. Fort Thomas und diesmal macht er aber gleich Play. Das gefällt mir gar nicht. Letztes Mal konnten wir noch quasi. Gerade. Ganz gehen. Lauf mal dahin. Dahin. Kanone weiter vor. Das heißt, die Leute haben wir hier übrig, ne? Geht das mal dahin. Überlege euch, wo ich noch brauche. Ah, da oben. Hahaha. Sag mal, du hast den kürzesten Weg. Du kannst dahin laufen. Leid, du bist ein bisschen wenig Leute. Du kannst dahin laufen. Wir haben hier, oh Gott, ein paar People. Das ist ein bisschen wenig hier. Mal gucken, ob ich da noch irgendwas. Ob wir hier überhaupt alles brauchen, wird sich auch noch zeigen. So. Kanone dahin. Lauf dahin. Dann ziehe ich die Kanone dahin. Munitionswagen dahin. Ja, mit den Einheiten, die hier noch sind, können wir eigentlich hier so ein bisschen die Gebäude verteidigen. Aber wenn sie von da kommen, ist eh zu spät. Das heißt, es ist hier die Reserve. Wir könnten hier noch ein, zwei Einheiten oder ein, zwei Einheiten hier kommen. Packe ich noch da oben. Damit es erst gar nicht so weit kommt. Nämlich hier das und das dann nochmal verbessern. Hallo, laufen. So, und euch, ich weiß nicht, von wo der Feind kommt. Ihr bleibt einfach so in der Nähe, am Rand. Damit, wenn sie kommen, gleich auf die Nase kriegen. So, dann haben wir hier noch Einheiten. Und da haben wir Einheiten. Das ist auch schön, dann kommen sie aus dem Norden. Ach du Jemine. Ach du Jemine. Ach. Du Jemine, ich wiederhole mich, Entschuldigung. Einer bleibt hier. Noch da. Kanon spreche erstmal. So. Kavallerie packe ich hier erstmal in Hauptgebäude. Ah, hier habe ich was nicht bewegt. Und da ist noch eine Kanone. Packen wir dahin. Mal, wenn was übrig bleibt, wo ich das dann hinschiebe. Weiß gar nicht, ob wir überhaupt rechtzeitig überhaupt zu den Mauern kommen, ey.
Ah, hier habe ich was vergessen. Eieieiei. Dann fehlen hier nämlich Leute. Ich weiß auch überhaupt nicht, von wo die kommen. Hier, du. Komm mal her. Renn da mal hin. Zacki. Zacki. Oder ich ziehe die da einfach ab und lasse den Punkt. Warte mal. Nee, wir lassen. Ich nehme den erstmal ein. Wenn Gegenwind kommt, ziehe ich da immer noch ab. Nur du, mein Freund, kannst jetzt abgehen. Die nimmt das da ein. Und dann spielen wir das Spiel. Ist gelaufen, kannst dich ausruhen. Kannst runter. Kannst ausruhen. Hier sollte auch Verstärkung kommen. Hinlaufen. Kannst dich ausruhen. 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 Also sind ausgeruht. So, das ist hier die Reserve. Das ist schon mal gut. Packe ich mal dahin. Dann habe ich dich. Und dich packe ich einfach hier weiter nördlich. Ach, die Seite habe ich vergessen. Scheißen Dreck. Ach du Scheiße, ich habe die Seite vergessen. Ach, jetzt weiß ich, warum da Leute noch übrig sind, ne? Wir könnten mit dem Fort die Linie auf diese Linie scheißen. Quasi. Und hier eine Verteidigungslinie machen. Nicht, dass sie mir hier durchwaschen. Ja, dann bleibt mal da. Eine Kanone kann dahin. Brauche hier irgendwie doch Kavallerie. Mir hier irgendwie den Punkt zeigt, ob da was kommt. Weil sonst können sie von hinten nämlich durchmarschieren zur Stadt. So, ich hatte damals, als ich da hochmarschiert bin, derbe Verluste. Und da ist was. Ich hoffe, sie bekommen auch derbe Verluste. Sie greifen von dort an. Jetzt ist natürlich diese Mauer nicht besetzt. Ja, das wird nichts. Das sehe ich halt schon. Kommt mal her. Das war irgendwie doof gedacht. Mich gar nicht. Mal rüber. Mal rüber. So, hier können sie ja nochmal kommen. Aber hier hätte ich gerne nochmal eine Verteidigung. Irgendwas Menschliches. Einheiten. Da. Falls sie doch hier irgendwie rüberkommen. Ach du Jemine, das ist ja ganz viel da. Also es sieht zumindest auf der Karte ganz viel aus. Sie gehen auch gar nicht hier lang. Also irgendwie. Ich hätte keine runter positionieren können. Das machen wir nochmal schnell. Das habe ich vergessen. Aber ich brauche hier Leute. Ich habe keine Reserve übrig oder so, ne? Alles. Alles verpeilt. Verplant. Hätte ich auch Kanonen stationieren können. Ach. Hier, komm, mache ich auch, bevor du da in der freien Schussfeld bist und stirbst. Ah, ich ärgere mich gerade, dass ich hier doch nicht aufgelöst habe.
Aber die filmen jetzt hier auf der Seite. So, ja, die sind schon da. Das heißt, wir brauchen da gar nicht erst gucken wegen Einnehmen. Es ist nur wichtig, dass sie hier nicht durchrushen. Das ist wichtig und vielleicht muss ich dich da hier abziehen. Also wir werden von links und rechts angegriffen. Werden, das ist richtig. Aber ich mache es noch, denke ich mal, so eine Arbeit. So, dass die hier positioniert sind, das dauert noch. Ich spule ein bisschen vor. Die können sie erstmal lang machen. Bis dahin sind die Kanonen auch hier. Palmer, wie immer du heißt. Danke, Katze. Das Dumme ist jetzt nur, die haben hier keine Unterstützung. Das Einzige, was wir noch machen können, ist, damit die näher an die Mauer kommen, dass wir noch ein Stück zurückgehen. So, dann ist er noch ein bisschen im Wald. Er stayt ihm halt nicht, aber naja. Die Leute haben wir hier. Okay. Ah, da versucht jemand, über das Wasser zu kommen. Das könnte hier ein Knackpunkt werden, weil das so eine Kurve ist. Haben ja gelernt in dem Spiel, so eine Kurvenverteidigung ist echt ziemlich scheiße. Darum die Unterstützung. So, bei ihm bin ich doch am Überlegen, ob ich die erstmal, so leid wie es mir tut, erstmal hier hinten hinschicke. Oh, sie motiviert. Ja, das ist nämlich das genau passiert, was ich gesagt habe. Genau das. Jetzt haben wir da nämlich keine Deckung. Fantastisch. Wo ist mein nächster General, damit er die Leute mal beruhigt? Jackson. Hol ihn mal zurück da. Der nächste, der läuft, ist Cutshaw. Was ist, wenn ich jetzt hier noch rückgeht, sage ich, nimm mal einen da. Punkt. Er ist beruhigt. Das wird zu spät sein wahrscheinlich. Und der greift an. Er läuft, das ist schon mal gut. Was passiert hier? Die flankieren wirklich, die Schweine. Scheißen Dreck. So, einfach da mal wieder rein. Dafür kriegt er jetzt hier richtig einen drauf, aber wir halten ihn auf. Und vielleicht kriegen sie dann ihn nicht hier in dieser Kurve so schnell, dass der Angriff hier vielleicht versagt. So, jetzt habe ich hier aber ein Problem. Ihr seht's, ne? Das heißt, ich muss ein Stück zurück. Bisschen mehr Entdeckung. Vielleicht kriegen wir dann gleich Hilfe von den Mauern. Wäre echt toll. Oder wir locken sie weiter zurück. Warte mal. Ich muss erstmal warten, bis Palmer weg ist. Mit der Kanone. Dann locken wir sie hier näher ran, damit die auch rankommen. Da läuft der nächste wieder.
General unterstützen. Genau, da wurde er übermütig und hat jetzt auch die Schirme auf die Nase gekriegt. Gut. So, er hat 66, 42. Ich würde sagen, die gehen noch ein bisschen dahin. Nur noch mal ein Stück bis dahin. Und dann sollten sie noch mehr heran müssen. Oh. Meine Maus geht alle. Das ist natürlich jetzt ganz doof. Aber in der Aufnahme habt ihr es nicht gesehen. Das ist schon mal gut, dass es hier gerade von Logitech eine Meldung kam. So, jetzt läuft da ja alles quasi. Dann würde ich sagen, lassen wir das hier mal in dieser Position erstmal. Und ich ziehe noch mal ein Stück zurück, sollen sie ein bisschen kommen. So, na, klappt semi mit dem Anlocken. So, erstens auch hier. Dann habe ich hier mal links geballert, aber es ist doch von da ganz hinten, Mensch. Ich meine, die Einheiten in Washington hätten wir auch vielleicht auch nochmal rausziehen können, aber ich will da lieber auf Nummer sicher gehen. Die haben eine weitere Distanz, ne? Also, wir können hier weiter schießen. Komm mal mehr hier rüber. Oder einfach hier auf die Hütte. So, ich spule mal ein bisschen vor. Weil auch hier die KI wieder sehr verhalten, also sehr schüchtern ist. Und das zieht es immer irgendwie in die Länge, finde ich. Weil wenn sie sich nicht trauen anzugreifen, dann spielen wir quasi nur die Zeit runter. Da habe ich keine Lust zu. Kanonen sind ja sowas von falsch. Vielleicht kriegen wir sie ja von da mehr hier in die Seite rein. So, die sind gelaufen. Die sind motiviert. Sollen sie mal kommen. Ganz schön auf die Nase. Aber ich habe da nichts mehr. Ich will die Linie auch nicht aufgeben. Also wir können sie aufgeben, klar. Aber nö. Aber wenn die beiden wegfallen, dann bricht die Linie eh zusammen. Von daher. Aber noch will ich nicht. Wäre schön, wenn jetzt dieser Eli und Russell jetzt laufen. Können alle nämlich Robinson nämlich mal beballern. Der freut sich nämlich schon drauf. Aber nee, die wollen nicht. Die wollen nicht laufen. So, hier versucht wieder einer. Alexander. Ich muss aufpassen. Ich habe hier extra den zurückgelassen. Ich weiß, hier sind noch Einheiten, aber ich will die überhaupt nicht in der Stadt haben. Hell übersehe ich da einen, kriege ihn nicht raus oder so. No. Das wollen wir nicht. So, da kommt einer motiviert. Rede ich mal ein bisschen. Wenn er hier angreift, aber wenn er da wirklich vorbeigeht, kommt die Kavallerie Daniel von hinten. Klingt pervers, ist aber nicht so gemeint. Naja, ihr kriegt ja auch Motivation hier, ne? Ich zieh meinen auch mal ran da. Vielleicht bringt das ja was. Jackson ist einfach besser. Russell läuft, super.
Dann lass mal Wasser laufen und quäl die nächsten. Damit der nächste läuft. Ja, da war jemand verwundet. So. Wenn Eli läuft, dann hau den nochmal mit drauf. Aber Eli geht nur ein bisschen zurück. Okay. Ein bisschen tiefer. Da wollen wir hin. Alexander hat Abstand genommen. Gar nicht über den Fluss, ey. Mensch, Leute, was dauert da so lange? Entweder kommt oder lasst es sein. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich das hier auflöse, aber ich könnte es ja erst hier so hinterm Fluss. Dann mache ich hier wieder was, weil den laufen sie daran vorbei. Ist auch irgendwie blöd. Das ist auch eine schöne Antwort gewesen. So, dann schiebt sie ein bisschen zurück. Einfach deswegen, damit ich sie kommen lasse. Sollen sie kommen? Sollen sie wieder vorkommen? Dann kriegen sie von links und rechts. Zur Not, dass ich ihnen aus den Gräben komme. Und dann laufen sie auch wieder. Einfach mal ein bisschen. Ein Jüngchen. Ne? Aber ein bisschen zurück. Bisschen zackig hier. Will mal ein bisschen Land. Oh, Jackson nehmen wir auch mal zurück. Hört ihr, wie motiviert ihr sind? Der Hammer. So. Sollen sie mal hochkommen? Die müssen eigentlich von ihmchen hier einen auf den Sack kriegen. So. Ah, wir haben ja auch Kanonen. Habe ich ganz vergessen. So, dann kriegen sie mich da schon einen drauf. Perfekt. Kannst du ein Stück nach vorne. Weil ich glaube nämlich, wenn die das hier nämlich alles zurückgeschlagen haben, dann war das hier schon... Ja, dann ist hier kaum noch was hinter, bin ich der Meinung. Aber wir haben ja jetzt echt gut zurückgeschlagen. Und ich denke mal, dasselbe machen wir noch mit Robinson. Aus drei verschiedensten Positionen. Nochmal Spaß haben. Genau, da fallen sie wie die Fliegen. Fantastisch, nochmal. Jo, und ist Geschichte. Dasselbe mit Russell. Boah, Butler hat schon 900 Mann verloren, ey. Hammerhart. Ja, da ist ein, zwei Salven noch. Da muss doch Russell... Ach, da kommt schon der Nächste, der was will. Ja, wenn hier nur einer ist, ist es ja ganz praktisch, ne? Aber Russell hat sich auch aufgelöst, fantastisch. Dann lass mal hier Curtin, oder wie er heißt, da kommt jetzt an 711 Mann. Ein bisschen vorspulen, damit es ein bisschen schneller geht. Oh, der ist ja ganz doof. Der kommt ja gleich von der Richtung. Das ist natürlich fies. Aber der kriegt von hier einen drauf, Kanonen. Jetzt kriegt er von, Ranson noch einen drauf. Und Butler geht noch in den Nahkampf. So. Und dann können wir eigentlich hier wieder bemannen. So. Weil viel dürfte da jetzt nicht mehr sein.
So, dann haben wir Berührungspunkte eher weniger, sind im Wasser. Schießen die Kanonen? Nein, nicht in Reichweite. Also komplett unnütz da hinten die Kanonen. Komplett unnütz. Wenn ihr es mal spielt, das müsst ihr hier nicht mehr halten, oder? Ihr müsst da Kanonen haben mit richtiger Reichweite. Aber es ist... So, ich spule jetzt einfach mal vor, weil es ist nicht mehr so viel Zeit. 024, 020 und die KI kommt nicht auf den Arsch. Also aus dem Arsch. Das finde ich ein bisschen schade, wenn wir verteidigen sollen. Das ist... Da braucht die KI einfach mehr Angriffslust. Also sie haben ja auch ja 400, 700, das ist ja nicht so viel. Das sollten wir eigentlich so nach und nach gut zurückschlagen können, wenn sie nicht alle auf einmal kommen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ja, dieses lange Hin- und Herschießen ist eher nervig. Alter Schild. Wir werden ja richtig zusammengeschossen da. Ja, verlieren Sie nicht die nördlichen Festungen. Ja, ich weiß, da ist doch nichts. General, wir dürfen die Festungen nicht im Norden verlieren, da, sonst verlieren wir die Schlacht. Verteidigen Sie um jeden Preis. Ja, ist mir schon klar. Jetzt geht's los, oder was? Boah, hätte ich jetzt auch die ganze Folge davor eigentlich Eier schaukeln können. Wenn sie jetzt erst anfangen anzugreifen. Echt. Ist ja auch vor euch irgendwie ein bisschen blöd. Oh! Warten! Komm zurück! Jetzt kommen sie von da. Jetzt lassen sie da die Kavallerie los, aber echt, ey. Ich mach mal den Weg frei. Los! Ah, läuft da. Zieh ich nur ein Stück zurück, damit sie hier ihn angreifen müssen. Ah, die wollen hier übers Wasser. Hier noch einen feindlichen Supply. Kannst du wieder rein da bitte? So, ein weiteres Union-Korb greift uns an. Es scheint sich um Howards viertes Korb zu handeln. Okay. Da unten. Achso. Sind sie hier sehr aktiv, weil sie hier rüber gehen. Wenn die nicht mehr wären, na, dann könnte man hier quasi diese Leute abziehen, hier hinpacken. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Ja, ich verteile die schon mal so ein bisschen, weil ich echt Angst habe, dass sie hier durchmarschieren. Aber bisher schicken sie ja nur die Kavallerie vor. Die kann man ja ganz gut weg snipern. Das sollte ja machbar sein. So, Camper nachladen. Feuer, Evans töten. Oh, das habe ich geklickt. Nein, mein Freund, bleib hier immer stehen. Camper, Wales, wie er heißt. Ich bin tot. So, ich, weil ich auch Angst habe, dass Camper läuft, packe ich da auch nochmal Verstärkung hin. Und die trauen sich hier nicht. Oder doch, und bewegen sich. Die bewegen sich. Ich muss nur aufpassen, dass die hier nicht von hinten angegriffen werden. Egal, ob von der Seite oder von der Seite. Ich muss mal aufpassen. Ich kann es immer so ein bisschen ärgern hier.
Harris, der läuft. Und ich bin schon wieder quasi mit meinem Kopf im Monitor. Das gibt wieder Nacken, ey. Formiert, aber noch nicht angegriffen. Ich überlege gerade, soll ich es nochmal versuchen? Da hinten sind noch Kanonen im Anmarsch. Wenn sie in Bewegung sind, können sie nicht schießen, ne? Ah, da rein. Kommen wir ein bisschen näher. Siegfried. Vielleicht soll ich auch mal tauschen, dass die Schützen vielleicht mal im Gräben sitzen und nicht der Nahkämpfer. Aber die trauen sich hier einfach nicht. Weder rüber noch, bisher nur die Kavallerie. Halt, mein Freund. Siegfried, halt! Bleib da, wo du bist, mein Freund. So, genau, jetzt ärgern wir die da mal ein bisschen. Kavallerie ist noch unterwegs. Ja, aber wenn sie noch nicht sich hingesetzt haben, dann können wir sie vielleicht mal angreifen. So, bewegt sich nicht. Ich spule nochmal vor. So. Ah, hier gibt es wieder ein bisschen Bewegung. Zumindest einmal kaputt hauen oder so ein bisschen verletzen. Oder wir locken feindliche Kavallerie zurück. Das kann auch vorkommen. Oh, wir kriegen ja gut einen drauf. Und der hat sich gerade eine Einheit aufgelöst. Finde ich sehr gut. Ah, die wollen sich hier noch formieren. Es kann sein, dass der sich zu uns dreht. Nein, der geht weg. Und jetzt sind sie bemannt. Eigentlich müssten die schneller laufen, finde ich. Ey. Wenn da dicke Kavallerie kommt und die Kanoniere können sie ja nicht verteidigen. Das ist einfach so. Die laufen gleich auf den nächsten. Sollen sie ruhig laufen, ist mir egal. Hauptsache sie schießen nicht auf mich. Wir nehmen da ein bisschen so das, die Bedrohung raus. Major Raymond Otis wurde verwundet. Es tut mir leid für Otis. Er hat gut gekämpft. Und jetzt ziehen wir dich zurück. Zurückfallen. Ja, ich hab's auch gesagt, Junge. Hau ab. Was dann sollt getan. So, wir haben feindliche Kavallerie weggelockt. Erstmal in den Wald rein. So, gibt's hier noch irgendwelche Berührungspunkte? Nein. Nein. Alter, das ist auch ätzend. Ich weiß schon, warum ihr in den Kommentaren ab und zu geschrieben habt, dass man die Stufe vielleicht höher stellen soll. Weil natürlich, dann habe ich mehr ein Problem mit den Schlachten, aber vielleicht ist dann die KI auch mal mutiger und greift an. Dann spule ich vor, tut mir leid. Ja, meine vorgesetzten Positionen sind hier noch am interessantesten. Alle kriegen von da jetzt langsam auch eine auf die Nase. Von diesen Scheiß... Kavallerie, aber Artillerie. Aber das ist noch zu weit weg, die kriegen nicht so viel Schaden. Und die trauen sich einfach nicht. Die kommen nicht über den Fluss. Die kommen auch nicht weiter und alles hat gleich keine Munition mehr. Hier haben sie ganz gut weggeballert. Ah, hier haben wir auch Kavallerie. Die quasi anlaufen und wegrennen.
Wie gesagt, wenn wir hier angreifen, ist dieser Punkt weg. Definitiv. Da bricht die Linie zusammen. So, jetzt haben wir hier natürlich Kavallerie. Der Artillerie. Und zurück beim Fluss. Ich glaube nicht. Versuchen wir das noch einmal. Jetzt diesmal nicht getan, scheiße. Nur mal kurz Hallo sagen. Und wieder weg. Ah! Mama! Jetzt haben sie uns gesehen. Lauft! Lauft um euer Leben! Ah, sie haben mich, scheiße. Die habe ich verkackt, die Einheit. Die sind dann weg. Wenn er... Na gut. Die sind tot. Tut mir leid. Hat aber Spaß gemacht. Ja, es passiert ja gar nicht viel, ne? Da kommt man auf dumme Ideen, ne? Ja, ich glaube auch, die anderen habe ich gerade verloren. Ich habe jetzt die Meldung nicht gesehen. Aber hier oben ist einfach nichts mehr. Das sieht hier aus, ey. Mondlandschaft. Das kriegt er ja doch hier langsam Schaden ab. Das ist mir doch ein bisschen zu viel. Was willst du machen? So. Jetzt greift er hier an. Kirby. Könnte aber gleich auf die Nase kriegen und wieder gehen. Ah, jetzt regt sich hier echt was. Ich gucke nur mal ganz schnell, ob die anderen sich auch regen. Nein, nein, es regt sich hier nur was. Ja. Die beiden kriegen ihn auf jeden Fall hin. Aber was machen die hier? Nur 5 Meter vorgehen oder was? Ah, die gehen echt hier. Geh mal mit da rein. Bist du gleich Geschichte. Geht nicht. Lauf, mein Freund. Lauf, Barton. Und was ist der jetzt? Na gut, dann bleibt doch da stehen. 74. Aber mehr Prügel kann man ja auch nicht, ne? Trauen sich einfach nicht. Ja, dann. Ich wette mit euch, es gibt gleich noch eine Runde. Es gibt gleich noch eine Runde. Das ist noch nicht alles. Dann gibt es doch bestimmt gleich ein Schlachtfeld mit der Gesamtansicht und dann greifen sie von überall an. Pass auf. Also kann man natürlich auch eine Schlacht künstlich in die Länge ziehen. Ah, Bewegung. Bewegung. Ah, das nicht. Ah, schön im Fluss stehen, keine Deckung kriegen. Das ist gut, das mag ich. Da läuft man auch mal nach Hause. Na, was kriegt er hier die Kanonen ab? Er hat auch so eine vorgesetzte Position und kann natürlich alle nerven. Da kann ich natürlich vorstellen. Es ist natürlich klar, dass sie darauf ballern. Aber es passiert hier nichts. Oh, jetzt, warte mal, warte mal, warte mal. Die haben sich aber nur in diese Position erstmal gewandt. Wollen die jetzt hier rüber? Die Ecke knacken oder was? Ah, ihr wollt doch die Punkte einnehmen, Mensch. Richtig konsequent seid ihr aber auch nicht. Es sind, glaube ich, hier mehr geworden. Kann das sein?
Mehrere kleine Einheiten. Die sich aber netterweise immer beschießen lassen. Och Mensch, ey. Jetzt ist hier gleich die Zeit rum. Ich dachte, ja, nach diesem Ding wird es vielleicht zu Ende gehen, aber wie ich das so sehe, das wird noch ein Schlachttag werden hier. Also wenn es jetzt so ein bisschen ruckelt, das liegt nicht an euch, ne, und auch nicht an der Videoqualität. Ich habe hier die ganze Zeit an der Vorspulen, weil es kommen hier nur kleckerweise Einheiten an, aber nichts, was so meine Aufmerksamkeit bedarf. Und der hat sich auch hier gerade in Luft aufgelöst. Halten Sie noch mal ein paar Stunden durch. Ja, das Video wird jetzt länger dauern, glaube ich. Ich ziehe das jetzt hier voll durch. Es muss das letzte sein. So, wir haben das Mögliche vollbracht und uns gegen einen weit überlegenen Gegner behauptet. Halten Sie die Festung und die Stadt bis Sonnenuntergang. Dann gehört der Sieg uns. Okay. Also das ziehen wir jetzt durch hier. So, jetzt sind noch alles... Oh, jetzt auch mal Licht an. Fantastisch. Truppen bemannen noch die Mauern. Ja, hier, das ist Schwachpunkt. Und da kommen ganz viele neue Leute. Was ist, wenn ich hier sage... Ich den hier einfach gehen lasse und hier hinpacke. So, oh, jetzt kommen sie von da auch mal. Ey, Alter, was ist los? Jetzt geht's ab hier. Jetzt wollen sie es wissen. Jetzt sind sie motiviert, oder was? Truppenbewegung da hinten habe ich noch gar nicht gesehen. So, hier sind sie diesmal verhalten. Ich lasse den nochmal, aber sobald es hier nochmal brenzlig wird, ziehe ich den hier ab. So. Zwei Einheiten. Aber der Feind bringt sich in Position, um uns aus der Stadt heraus anzugreifen. Die Yankees haben uns komplett umzingelt. Das hatten sie vorher auch. Das ist gerade neu. Dass hier Einheiten herkommen. Das ist gerade neu und das gefällt mir gerade echt scheiße gar nicht. Hier abziehen. Vielleicht ein bisschen in den Wald rein. Das gefällt mir gerade gar nicht. Dass von da auf einmal von da Leute kommen. Hier auch. Fickt euch. Echt, die haben gerade mal Daniel zurückgeschlagen. Das finde ich jetzt echt scheiße. Da kommt einfach jetzt mal eine Kanone angelaufen oder was. Fick dich. Also echt. Das finde ich jetzt scheiße. Oh, die Linie bricht zusammen, oder was? Feuer, los! Scheiße. Weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. So, halt. Was kriegen wir da einen drauf? Jetzt haben sie die Kanone zurückgeschlagen, oder was? Ah, nochmal zurück. Alte Bastarde. Sind noch nicht in Reichweite. Und hier unten kriegen sie jetzt Verstärkung. Das kotzt mich ja gerade dermaßen an. Dass sie einfach von da unten, warum auch immer, Verstärkung bekommen. Ich kann mir auch keine Einheiten von A nach B zaubern hier. Ey, bitte greift hier nicht die Mitte an, ihr seid zu viele. Ich will den Punkt da nicht aufgeben. So, und die will ich hier weg haben, bevor sie sich formieren. Und hier noch die in den Rücken angreifen, oder was? Ja, so wie jetzt. Scheiße, aber... Nee, lauf weg, lauf weg, lauf weg in diese Richtung. Lauf, Junge, lauf! Ach, scheiße.
abziehen. Feuer. Ah, die kommen. Da rennen sie auch schon. Haha. Fuck you, ey. Da rennen sie. Bewegt euch mal. Wieso? Ah, ich muss auch mal hier gucken, ey. Scheißendreck. So, wie sieht's denn hier aus? Das sieht aus wie Scheiße. Die haben sich nicht weiter getraut. Die kriegen gerade echt einen auf die Fresse. Diese Kanone positionieren bitte wieder. Der traut sich auch nicht weiter, okay. Die gehen mir echt gerade tierisch auf den Sack. So. Wenn wir diese Stadt da vielleicht nochmal haben. Haben wir hinten nochmal Kavallerie? Das wäre jetzt echt geil. Aber ich glaube, die habe ich vorhin geopfert. Habe ich sie weggeschickt? Ich weiß es nicht. Einfach nochmal Kavallerie. Irgendwo. Ich weiß, wo ich sie habe. Hier unten rechts. Warte mal. Da. Damit wir die Kanone an der Seite wegkriegen. Und der muss sterben da. So. Ja, fuck. Ich habe vergessen, dich da hinzuführen. Scheiße, greifen an. Ja, die Linie ist scheiße. Komm. Bleiben wir hinterm Fluss hier. Hier. Du und du. Laufen. Hier hin. Ja, darum soll es ja laufen. Die Frage ist, wie lange halten die hier aus? Das ist jetzt auch ein bisschen doof. Will ich erstmal alles töten, was hier unten ist. So, wir sind auch schon an der Wand. Alter Schwede, Kacke. Und da läuft wer? Die Kanone nur. Alter, machen wir echt hier keine Panik, ne? Beide Kanone laufen. Das ist echt scheiße. Ich bin am Überlegen, ob ich den Gegenangriff ausführe. Die greifen wir nicht an. Jetzt haben wir nämlich hier verkackte Einheiten zwischenliegen. So. Da. Kavallerie. Da sind noch mehr. Angriff. So. Zack, dahin. Zack, dahin. Zack, dahin. Die müssen wir komplett zurückdrängen. So. Jetzt greifen sie mich komplett da an. Okay. Das heißt, du gehst jetzt einfach mal dahin und machst Looky Looky. Und hier hat es eine Einheit zersäbelt oder ist die dahin gelaufen? Weiß es gar nicht mehr. Okay, hier so seitlich, bitte. So, hier bin ich jetzt mal mutig. Die greifen wir mal hier an. Und hier auch. Da sind sie nämlich. Mauern bemannt. Vielleicht rennen sie nochmal zurück. Ah, nee, doofe Idee. Zurück, zurück, zurück. So, jetzt haben wir sie mich da schon gefickt. Jetzt kannst du mal weiter, mein Freund. Lauf. Die müssen wir so noch kriegen. Motiviert, die sind zu motiviert. Eigentlich habe ich jetzt vorgehabt, die beiden anzugreifen. Jetzt hat der andere sich wegbewegt, die Sackratte. So, kannst du bitte die Mauern hier besetzen?
rennt er her, damit der nächste läuft. Pause. Geht mir nämlich der Arsch langsam auf Grundeis. So, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Den habe ich nicht verpeilt. So, dann musst du leider wieder zurück und die Stadt behalten. So, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Du geh mal auch ganz kurz dahin. Der muss sterben. Der muss sowas von sterben. Genau, einfach den killen. Nicht, dass der mir Washington wegnimmt. Das will mich jetzt echt abkürzen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Gehen wir da mal rein. So, habt ihr den da? Das muss schneller gehen. Laufen, laufen, wieder töten, laufen, hinterher. Die greifen sonst wieder von hinten an. Ich kenne sie doch, die Schweine. Da habe ich keinen Bock zu, ganz ehrlich. Alter, das ist wirklich eine knappe Sache. Hier, die Mauer ist weg. Was, warum ist die Mauer weg? Ja, die Leute da. Komm wieder rein. Scheißen Dreck, ey. Kannst du wieder mal deinen Arsch bewegen und sich da reinmarschieren, bitte? Ja, hier ist eine Einheit weg. Was ist denn passiert, Alter? Was ist hier jetzt hier reingeflüchtet? Ah, ist hier. Ey, kannst du da bitte wieder reinlaufen? So. Laufen wir wieder zurück. Wir haben da unten so ein bisschen die Last weggenommen. Jetzt stört der mich hier aber dermaßen. So. Machen wir einen Nahkampf. Machen wir einen Nahkampf. Ist mir scheißegal. Meine Kavallerieeinheit ist weg, ne? Ja, wir haben Zeit gewonnen. So. Was ist hier los? Sind die Einheiten weg? Hast du sie nicht gesehen? So, warum kann der schießen? So, renn du einfach mal da runter, gucken nicht, dass da von hinten noch was ist. So. Hier sind zwar schon mal ein bisschen weniger. Das ist schon mal nett. So, die müssen einfach sterben. Dann haben wir gleich mehr Leute. Und da sind auch noch welche. Habe ich doch gesehen. Okay. So, jetzt müssen wir noch die aus dem Wald weg haben. Ich will die weg haben da. Komm da mal rüber. Der muss weg. So, jetzt haben wir sie da weggedrängt. Jetzt könnt ihr wieder raus, damit wir sie vielleicht von der Seite wegdrängen können. Dann müssen wir sie wegdrängen, also. So, was sagt die Zeit? Ach du Scheiße, das Video wird lang. Es tut mir leid. Aber das muss das Letzte sein. Union hat Washington gesichert. Was? Mit was denn, Alter? Fick die doch mal weg da. Ey, jetzt werde ich aber gleich aggro. Nahkampf, hau sie weg. Das kann doch nicht sein. Die haben sie auch einfach zurückgedrängt und die nehmen die scheiß Stadt ein nebenbei. Das kann's doch nicht sein. So, rüber da. Ich zieh da einen ab. Du kannst da wieder dich hinstellen.
Halt. Halt, habe ich gesagt. Ey, da schlagen die uns noch zurück. Ich krieg die Krise. Ich krieg hier echt die Krise. Das kann nicht sein. Jetzt brechen hier noch Einheiten durch. Alter, ich drehe hier gleich sowas von am Rad. Das glaubt ihr ja gar nicht. Also gleich ist echt hier... Diese kleinen Einheiten, die man immer zurückschlägt... Da muss ich ihn hier zurückziehen. Das ist einfach so hier. Tut mir leid. Ich brauche Washington. Und was anderes braucht mir ja keiner kommen. Ah, hier da so. Jetzt ein bisschen da so. Und ein bisschen da so. So, kommt der Nächste hier. Der Nächste. Komm mal hier von hinten. So, du nimmst den Punkt da ein. Wo ist der andere her? Hin? Oder kommt er jetzt hier so durch und unterstützt noch von der Seite? Ist mir jetzt egal, renn da mal rüber. Ich brauche Washington. Mit was anderem gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. So, wir haben sie von da verdrängt. Das heißt, die Kanonen können da mal runter. Und wir können uns hier ein bisschen aufstellen, dass die beiden Einheiten immer eine von denen angreift und dass die ihn zurückschlägt. So, dasselbe können wir eigentlich da auch machen. Damit wir die Seite da ein bisschen wieder freikriegen. Dann können wir Kanonen stationieren. Kanonen stationieren. So, dann traue ich mich jetzt mal wieder hier hinten hin zu gucken. Wir sind ziemlich nah. So, da haben wir sie quasi schon wieder zurückgeschlagen. Ist mir egal, zieh weiter. Oh, Nahkampf, das muss doch jetzt mal was werden da. Erstmal den da. Nicht, dass die uns nochmal Washington wegnehmen. Die Einheiten, die jetzt hier sind, bleiben auch in Washington. Wir kriegen sie auch kaum weg, weil die auch 100% Deckung haben. Das ist einfach zum Kacken, ey. Entschuldigung. Ich wollte jetzt hier eigentlich auch die letzte Zeit nur noch Vorspul machen. Aber nein, kann man nicht machen, weil hier diese kleinen, nervigen Einheiten irgendwie durchgekommen sind. Und irgendwie hier noch alles machen. So, jetzt haben sie hier zurückgeschlagen. Sofort an die Mauer. Ganz edel gelaufen. Hier, geh mal hier hin. Weil du wirst jetzt die Mauer bewachen und er geht jetzt hier hin und bleibt einfach in der Mitte. So. Ich denke, wir können hier mal rüber. Die laufen, fantastisch. Weiter drehen, auf den drauf schießen. Wird. So. Haben wir hier? Brauchen wir mal Mauer. Genau, wir tauschen jetzt mal. Ich ziehe jetzt mal dich da ab. Du kommst da hin. Ganz eilig. Und wenn er sich beruhigt hat, kann er die innere Mauer oder sagen wir mal die hintere Mauer behalten. Hier. Hast lang genug gekämpft. Alles gut gemacht. So, haben wir jetzt endlich hier alles in drin hier gesichert, ja? Alter, jetzt bleibt hier echt... Na gut, du bleibst jetzt mal an der Seite. Du bleibst auf jeden Fall in dieser Position. So, falls von da nochmal einer kommt... Ein bisschen verteilen, aber hier bleiben auf jeden Fall Einheiten. Nochmal einen Tipp nach vorne, damit die Seite nicht weggehen. Und Kanone können wir jetzt hier nicht mehr reinstellen, okay. Da. So. Oh, ich würde jetzt mal hier hinziehen.
Da oben die Seite war, rüber zu gehen, war gar nicht so blöd. Da haben wir nämlich den Druck weggenommen. Da laufen welche. Das sind bestimmt die aus der Stadt. Bin mir nicht sicher, aber es waren zwei Trupps und das kann gut sein, dass sie das waren, weil sie aus dieser Richtung kommen. So. Ja, da wird es auch zerschnitzelt. Und, ihr könnt mal laufen. Ich würde hier sogar nochmal tauschen wollen. Der hat sich seine Pause echt verdient. Aber hier ist noch ein bisschen viel übrig an Einheiten, was weg muss. Warum ist hier keine Einheit mehr drin? Haben wir hier keine Reserve? Kommen wir wieder rein hier. Das ist immer schön, ein Trupp nach dem anderen. Du kannst noch von der Seite kommen. Auch noch ein bisschen näher ran da. Damit wir einfach hier den Druck ein bisschen wegnehmen, ne? Ja gut, er stirbt. Ist halt so. So, mal gucken, ob wir hier auch Druck entlasten können. So, naja, der ist auch nicht mehr unter Kontrolle. Kanon hat es echt zerledert hier, ne? Oh ne, der ist ja da drin. Entschuldigung, bleib mal da. Palmer, bleib mal da. Upsala. Halt! Oh, und der läuft da auch nicht, oder was? Und zurück. Sind sie eben motiviert. Aber genau, jetzt kriegen wir sie hier von der Seite. Muss passen. Läuft. Jetzt kannst du ganz kurz mal den nochmal in die Flucht schlagen. So, wenn wir die haben, können wir jetzt als nächstes die Kanone dann in die Flucht schlagen. Mit einem Stück zu weit zurückgerannt. Ja, die Kanone ist Geschichte. Mhm. Genau, den da. Ja, der kommt gleich wieder. Laufen sie auch, fantastisch. Deckung hat er, ich glaube, ich gehe langsam auch rein. Die sind umzingelt, ey. Geh mal rein. So, wichtig ist nur, dass sie hier die Einheiten können vielleicht ein bisschen abgezogen werden, hier versuchen zu kämpfen oder reinzukommen. So, genau. Macht er schon selber. So, jetzt haben wir sie hier unterstützt. Das ist halt hier jetzt das Hauptproblem. Alexander versucht es mit 200 Mann. 300 sind es, Entschuldigung. Vielleicht kriegen wir sie noch demotiviert, aber sind echt motiviert. Okay. So, jetzt versuche ich hier mal ein bisschen was hinten noch ein bisschen zu Reserven ein bisschen zu minimieren. Vielleicht noch ein, zwei Kanonen kaputt zu kriegen. So. Alter, ist das. Diese Schlacht ist so ewig, Alter. So episch. Aber hier ist doch nichts, ne? Oh Gott, ich hätte sie die ganze Zeit abziehen können, ne? Aber ich brauch's ja gerade nicht. Komm, stell dich hier hin. Komm, lauf.
Ah, da haben wir was in die Flucht geschlagen, Alexander. Dann sind wir den nächsten, dann können wir mal auf die Kanonen gehen. Kostet Leben, ich weiß, aber ich will einfach hier die Leute entlasten. Fast alle aufgelöst hier. Aber es mit dem Entlasten, das funktioniert hier, ne? Wir gehen so Reihe für Reihe durch. Dann machen wir Wyatt auch gleich nochmal tot. Fantastisch. Dann wir ein Stück vor. Den nächsten, Thomas. Fantastisch. Thomas kann ein Stück vor. Und der nächste läuft. So. Oh, hier sind wir im Nahkampf verwickelt. Scheiße. Der könnte gleich zurückziehen. Zurückziehen. Vielleicht ein bisschen übereifrig gewesen. Entschuldigung. Da läuft. Aber wir haben ja echt so eine kleine Schneise gemacht. Dafür ist hier der Druck weniger geworden. Und die Leute haben Zeit, sich weiter zu verteidigen. So, halt. Und wir haben hier die Möglichkeit, seitlich noch ein bisschen Schaden zuzufügen. So, so habe ich mir das eigentlich erwartet die ganze Zeit, dass sie auch mal wirklich versuchen anzugreifen. Also hier waren sie auch sehr zaghaft, aber hier in der Mitte haben sie mich echt genervt. So, jetzt kommen wir ja quasi wieder hier mal. Jetzt die Mauern da zurück zu, zurückholen. Ich hoffe, das war's jetzt endlich. Alter, es ist... Wir haben es geschafft. Boah, ich weiß nicht, ich habe jetzt, glaube ich... Ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen ich jetzt von dieser Schlacht gemacht habe. Ey, ihr könnt euch bestimmt davon eine ganze Woche angucken oder so. Es waren bestimmt 4-5 Folgen, ich weiß es nicht. Gefühlt waren es 4-5 Folgen. Und viele auch mit Vorspulen. Das fand ich jetzt ein bisschen doof, hätte man das wieder gewusst. Aber ich habe keinen Bock. Einer hat mal von euch so einen Link geschickt und da wird er ungefähr geschrieben... jedes Mal, wie die KI angreift. Also wenn ich... Es ist zwar nett zu wissen, wann genau wo was angegriffen wird, aber ja, da habe ich natürlich keine Überraschung drin. Für mich so. Dann ist es ein bisschen... Ja, das ist so ein bisschen langweilig, finde ich. Dann ist es so wie... Ja, weiß ich ja ganz genau, wann wo Angriff gemacht wird. Ich habe es zu wissen mit Überraschung, finde ich ganz nett. So, wir haben es endlich geschafft. Echt heftig. Diese großen Schlachten sind mir immer ein bisschen zu groß. Die war jetzt richtig groß. Ja, was die alles aufgeboten haben an Generälen, ne? Das ist da, oh, das ist ja, oh, Alter, guck mal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Realistisch. Die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis Blair. Warte mal, wo ist Blair hin? Wo ist Blair? Da ist Blair. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Howard. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. 18 Generäle. Wir haben fast 150.000 Mann aufs Feld gebracht. Die 125.000 aufgerundet. Kavallerie, naja, wir haben mehr Kavallerie und mehr Kanonen. Und wir haben 42.000 Verluste. Also ich habe, sagen wir mal, jeden dritten, den ich in die Schlacht gestickt habe, ist gestorben. Hammer. Vermisst 0. Wir haben mehrere Vermisste. Ja, 63.000. Die Verluste waren eigentlich auf beiden Seiten hart. Aber auch deswegen wahrscheinlich, weil wir anfangs angreifen mussten und später verteidigen. Also das Verteidigen, denke ich mal, musst du immer ja,
mehr Einheiten opfern als alles ist quasi aufgestiegen. Joa. Weiß nicht, ob noch was kommt. Eigentlich müsste Washington Ende sein, oder? Es würde passen. Diese riesige Schlacht. Das Laden, ey, wenn er jetzt sagt, Fehler oder so, ne? Ich habe es einmal gehabt nach einer großen Schlacht. Die durfte ich dann nochmal spielen. Das habe ich auch gesagt. Ich weiß was. Ich weiß bloß gerade nicht, wie die hieß, die Schlacht, aber egal. Er lädt wieder verdächtig lange. Vor uns nimmt der Feind in großer Zahl Aufstellung. Um Gottes Willen, trefft Anordnungen für seinen Empfang. Major Owen Rice, 153. Regiment Pennsylvania, Vereinigte Staaten. Yes, Schlachtbelohnung. Ruf 35, 4000 und ein paar zerquetschte Gefangene und wir kriegen mit 1000 Rekruten. Ihre Geschichte. Wir sind siegreich. Nach 4 Jahren des Kampfes und dem Tod von vielen tapferen Soldaten erhielten die Konföderierten, was sie wollten. Die Hauptstadt der Union ist erobert und die Rebellen siegreich. Abraham Lincoln, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hat einen Friedensvertrag unterzeichnet und all unsere Forderungen akzeptiert. Darunter auch die vollständige Unabhängigkeit der Konföderierten Staaten von Amerika. Für diese neue Nation wird eine neue Seite in der amerikanischen Geschichte aufgeschlagen. Und schon jetzt wollen mehrere fremde Nationen diplomatische Beziehungen mit uns aufnehmen, indem sie Botschaften in unserem Land einrichten. Ja, dann sehen wir hier unsere Auszeichnungen. Sie waren erfolgreich, General, und ihre Truppen haben sie sehr respektiert. Man sagt, das Ziel der Konföderierten ohne sie schon in den ersten Monaten der Rebellion verloren gewesen wäre. Nach dem Krieg waren sie aufgrund ihres umfassenden Wissens über Kriegsführung und militärische Strategie gefragt. Ja, sie waren sehr gefragt. Sie wurden ein ordentlicher Professor, um die nächste Generation auszubilden. Und haben Taktik und Kriegsgeschichte am Virginia Military Institute gelehrt. Jawohl. Insgesamt haben wir 318.000 Soldaten verloren. Sagen wir aufgerundet 9.000 Kavallerie und sagen wir aufgerundet 11.000 Kavallerie und 9.000 Artillerie. So, insgesamt getötet haben wir dafür 500.000 Infanterie. 42.000 Artillerie und 15.000 Kavallerie. Insgesamt in den Besitz gebracht 13.000 Gefangene. Ja, hat Spaß gemacht. Grand Victory. Ja. Jetzt kommen wir ins Hauptmenü. Gut. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt hier alles produziere. Wie gesagt, ich habe es direkt hintereinander gespielt und ich kann euch noch nicht sagen, wann ich dann mit der anderen Kampagne anfange, mit den Blaurocken. Kann sein, dass da erstmal ein paar Tage ich vorproduzieren werde, um dann halt, ja. Also ich habe immer so gern ein, zwei Videos, damit ich in der Woche. Ich habe einen neuen Arbeitgeber, ganz kurz gesagt. Nicht schlimm. Aber ich habe ja gerade da eher mehr das Augenmerk drauf als gerade auf YouTube. Und darum versuche ich immer bei YouTube, die Videos für YouTube halt vorzuproduzieren. Irgendwie. Und ja, ich denke mal, das ist ganz verständlich, oder? Weil in der Woche, da hat man nicht mehr so viel Zeit. Ich pendel ja auch und ja, da geht immer Zeit flöten. Ihr pendelt wahrscheinlich auch. Macht ja jeder zweite, dritte Arbeitnehmer. Ist ja ganz normal. Und da geht einfach Zeit flöten. Gut, egal. Das Video geht schon lange genug. Ich will jetzt noch gar nicht über sonst Gott und die Welt reden. Mir hat es bisher sehr viel Spaß gemacht, auch mit euch zu kommunizieren. Eure Tipps waren stellenweise sehr, sehr hilfreich. Obwohl ich sie manchmal auch nicht gemacht habe, obwohl ich es vorher gelesen habe. Naja. Und für alle, ja, die vielleicht die Videos mal gesehen haben, jetzt auch hier sind und noch nicht abonniert haben,
Na, also ich habe hier das Unmögliche, ich habe die Geschichte umgeschrieben. Da kann man ja mal ein Abo dalassen, ne? Oder ein Like. Okay, ich mache jetzt mal Schluss. Das Video geht lang genug. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Auch für alle, die bisher hier zugesehen haben, ne? Also vielen, vielen Dank für euren Support. Es macht mir mega Spaß, hier Videos zu machen und das Spiel ist auch eigentlich geil. Ne? Also reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!